Ja, es ist ja das Thema des Tages, Niedersachsen hat gewählt. Zumindest ist es das, was man so sagt. Korrekt müsste es eigentlich heißen, die Hälfte Niedersachsens hat gewählt. Denn die Wahlbeteiligung hatte mal wieder einen historischen Tiefstand von diesmal 57,1%. Es scheint also nur die Hälfte der Niedersachsen überhaupt zu interessieren, wer hier regiert. Und wir wollten das Stimmungsbild mal einfangen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Wahlergebnis? Mein Kollege David Dischinger war mit dieser Frage in der Fußgängerzone unterwegs. Nein, ich finde das gut. Es tut mir ein bisschen für David McAllister leid. Der hat ja ganz gute Arbeit geleistet. Aber ich bin eine eingefleischte SPD- und Grüne-Wählerin und ich freue mich für Stefan Weil natürlich auch, ne? Als Hannoveranerin. Spannend in jedem Fall. Also man kann es nicht anders sagen. So eine spannende Wahl habe ich ewig nicht erlebt. Es ging hin und her. Was das denn nachher konkret bedeutet für Niedersachsen, das kann ich noch nicht absehen. Also ist ja mal, der Regierungswechsel ist das eine. Und ein Politikwechsel ist das andere. War ja bis heute Nacht wohl offen, wer wirklich die Regierung stellt. Gut, wenn es nur mit einer Stimme ist, dann ist es so, ne? Muss man sehen, ob sich das bewährt für die Zukunft. Sehr spannend, sehr kompliziert und letztendlich dann ja, eine große Herausforderung für die beiden, die jetzt wahrscheinlich die Koalition da bilden, mit einer Stimme Mehrheit. Das 5 Jahre durchhalten wird nicht einfach. Und prinzipiell bin ich mit dem Abschneiden der Partei, die ich persönlich gewählt habe, eigentlich sehr zufrieden und fand es sehr interessant, fand es auch ganz spannend und bin ehrlich gesagt jetzt gespannt, wie es sich in Niedersachsen in den nächsten Monaten entwickeln wird. Das war sehr spannend, die Wahlen zu verfolgen. Es ist bestimmt schwierig, mit einer Stimme mehr tatsächlich zu regieren. Das wird sich rausstellen, aber die Programme unterscheiden sich ja nicht so wahnsinnig, dass man jetzt besonders viele Veränderungen erwarten kann, besonders da die Finanzen beschränkt sind.